Okay, nachdem wir die ESCs kalibriert haben, oder den ESC kalibriert haben, Funke gebunden haben, alles super, gehen wir jetzt nochmal kurz in das Servo-Center rein. Warum? Weil wir haben bis jetzt alle Servos noch nicht festgeklebt, weil sie halt noch nicht gecentert sind. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal rein, das Piepen kommt gerade von der Funke, weil sie nämlich nicht gebunden ist, beziehungsweise den Empfänger nicht findet. So, ich habe das jetzt gebunden hier. So, alles super, die Funke hat den Empfänger gefunden, alles ist prima. Wenn ich Gas gebe, geht hier die Party ab. Alles prima. So. Jetzt haben wir hier zwei Servos. Ich habe die mal einfach hier vorne hingelegt. Und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, wir hätten diese Konfiguration jetzt hier. In den beiden Tragflächen zum Beispiel oder im Rumpf. Und ich will jetzt feststellen, was ist die Nullposition der Servo. Und dafür machen wir eigentlich nichts anderes. Es gibt dafür Servo-Tester für ein paar Euro, aber eigentlich müsst ihr nichts anderes machen. An dem Empfänger sind jetzt noch natürlich mehrere Kanäle, die ihr noch nutzen könnt. In der Regel sind es 2, 3, 4 die auffolgenden Kanäle. Was die machen, erkläre ich nachher später. Aber eigentlich müsst ihr nichts anderes machen, als, und wieder vorsichtig, einfach mal ein Servo hier reinstecken und vielleicht hört man das schnell. Achtung. Zack. Habt ihr das gehört? Was macht das mit dem zweiten jetzt auch nochmal? Bitte auf die Polung achten hier. Ground nach oben in dem Fall hier bei den Graupner-Empfänger. Achtung. Hört nochmal kurz. Zack. Was jetzt passiert ist, ist, dass der Servo sozusagen mit dem Modell und der Funke jetzt sich einfach gecentert hat. Jetzt ist der Servo in der Nullstellung. Das heißt, das ist die Stellung, die Null ausmacht. Und jetzt ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um diese Kontrollhörner hier aufzusetzen. Und in dem Fall jetzt, bei dieser Konfiguration, könnt ihr die jetzt hier draufsetzen. Ich mache die jetzt mal einfach testweise hier drauf. Ja. So, mache ich hier drauf. Und die jetzt sozusagen festschrauben. Es kann sein, dass wenn die gedreht sind, dass durch diese Rasterung an diesen Kontrollhörnern das nicht ganz um 90 Grad, weil ihr habt jetzt so ein bisschen das Gefühl, das wäre jetzt 90 Grad hier. Der hier drüben steht ein bisschen anders, das sieht man auch. Vielleicht kann man das so ein bisschen einblenden. Der steht nicht ganz bei 90 Grad, aber das ist so ganz okay. Ja? Und wir können mal, Chris, wenn ich mich recht entsinne, könnte ich jetzt folgenden Test machen. Ich könnte eigentlich jetzt die Funke ausmachen, die Servos komplett woanders hindrehen. Und so wie ich den Strom wieder, den LiPo anstecke, müssten die sich automatisch centern. Das machen wir jetzt nämlich auch mal. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach nochmal kurz den LiPo ab, mache jetzt mal einfach folgendes. Gehe jetzt mal hier rein. Ups. Na, warum lässt er sich nicht drehen? Oh, der ist richtig. Haha, das sind schwere Servos. So. Ich habe die jetzt mal einfach vollkommen woanders hingedreht. Und das, was jetzt passieren müsste, wenn ich jetzt sozusagen wieder den Empfänger hier anstecke an den LiPo, dass ich jetzt einfach die Servos wieder in die Nullstellung bringe. Zack. Und das war's. Damit wisst ihr jetzt, die Servos sind gecentert. Ihr könnt die Hörner hier anbinden oder beziehungsweise ihr könnt sie festschrauben und könnt sie jetzt dann später auch im Wing verkleben. Und das machen wir natürlich später auch. Aber das nur noch mal kurz dazu. Wie könnt ihr die Servos centern, wenn ihr keinen Tool dafür habt, sondern einfach nur über den Empfänger einfach nur reinstecken, Strom geben und dann centern sie sich.